Okay, was passiert, wenn man eine Binärsystem dargestellte Zahl mit 2 multipliziert? Also, wir können uns ja mal eine Zahl anschauen, eine Binärzahl. Nehmen wir mal, also ich schreibe es mir erstmal im Dezimalsystem hin, ne? Was ist zum Beispiel die 27? Was ist die in Binär dargestellt? Also 27, da passt die 16 rein, also habe ich die 16. Dann bleiben noch 11 übrig. Also die habe ich die 16er. Dann kommen die 8er. 16 plus 8 ist 24. Dann bleiben noch 3 übrig, habe also keinen 4er, habe ein 2er und ein 1er. Also, 16 plus 8 ist 24 plus 3 ist 27. Jetzt nehmen wir mal die 54. Wir nehmen die 27 mal 2. Was passiert jetzt? Schauen wir mal. 16 geht rein, 32 als größte Zahl geht in ein 64 nicht mehr. Also wir brauchen die 32er. Da habe ich die 32, dann bleiben noch 22 übrig. Da passt die 16 rein und dann bleiben noch 8 übrig. Nee, Quatsch, warte mal. 32 plus 16 ist 48. Quatsch. Dann bleiben noch 6 übrig. Da geht die 8 also nicht mehr rein, aber die 4 und die 2 und keinen Einer mehr. So, das ist die 54 binär. So, sieht jemand, was passiert, wenn ich eine Zahl im Binärsystem mit 2 multipliziere. Genau, es verschiebt sich alles eine Stelle nach links. Sehr gut, Shift Left, genau, alles verschiebt sich eine Stelle nach links. Ja? Mal 2 bedeutet ja nichts anderes, als dass ich jede Stelle mit 2 multipliziere und das bedeutet im Binärsystem, jede Stelle wird 1 nach links verschoben. Das heißt, ich nehme einfach diesen Teil hier und verschiebe ihn nach links, das ist dieser hier und hänge 0 an. Naja, und genauso, wenn ich durch 2 dividiere, dann ist es so, ich schiebe nach rechts. Und dann gibt es eben zwei Möglichkeiten, wenn ich eine Zahl habe, die auf 0 endet, also irgendeine Zahl, die auf 0 endet und ich schiebe die 1 nach rechts, wenn ich durch 2 dividiere, dann muss ich einfach die 0 streichen. Das ist eine gerade Zahl, ja, eine gerade Zahl endet im Binärsystem auf 0 und dann muss ich einfach hinten die letzte Ziffer streichen. Wenn jetzt aber eine Zahl hinten auf 1 endet und ich dividiere durch 2, dann muss ich natürlich auch streichen, aber ich habe dann Rest 1. Na, also ich kann dann nicht durch 2, also es ist keine durch 2 teilbare Zahl. Natürlich kann ich durch 2 teilen, aber es bleibt dann 1 übrig, weil das ist eine ungerade Zahl. Ne? Eine Zahl, die im Binärsystem hinten auf 1 endet, ist ungerade. Und ja, wenn ich die durch 2 dividiere, dann verschiebe ich alles 1 nach links, aber ich habe einen Rest von 1. Okay, also sehr einfach im Binärsystem mit 2 zu multiplizieren und durch 2 zu dividieren.